Hallo Leute, guck mal, wen ich heute wieder dabei habe oder hört, Hallo. wen ich wieder dabei habe. Hi. Es ist liebe Sammy. Sammy, ich freue mich riesig, dass wir heute drehen. Ich mich auch. Und wir haben uns ja vorhin schon spontan getroffen einmal. Ja. Random. Einfach mitten in der Kölner Innenstadt vom Saturn. Ja, das war, ich war total verpeilt irgendwie dieses Mal, habe gefühlt die Hälfte vergessen und habe Sammy schon davor so geschrieben, dass irgendwie so eine Schraube in meinem Mikro ist und sie war schon so dabei, so komplettes Badget an so Schraubenziehern. Werkzeug habe ich, Leute. Ja, ich war echt impressed. Du warst so, ja, ich weiß nicht, ob wir was haben und dann schickst du mir so ein Foto von so gefühlt 10 Schraubenzieher. Das war schon viel. 4 Zangen, weil ich wusste nicht, was für eine du brauchst. Und dann, ja, hatte ich das schon gelöst. Und dann hatte ich auch das Kabel vergessen und dachte mir so, okay, ich schreibe dir jetzt lieber nicht. Hättest du machen können. Ich habe genau so ein Ding letzte Woche bestellt und benutze es nicht. Also genau das Teil, das du gebraucht hast. Liegt auf meinem Schreibtisch, literally auf meinem Schreibtisch. Gut, dass ich jetzt 70 Euro ausgegeben genau. habe. Aber naja, ich freue mich, dass wir es hierher geschafft haben. Und wir haben heute auch ein richtig cooles Thema. Ich glaube, wir haben es letztes Mal auch schon so ein bisschen gespoilert. Ja. Und zwar ist das Thema heute Freundin oder Feindin. Weiß ich glaube, nicht. Da gibt es sehr viele juicy Stories und sehr viel zu sagen. Mhm. Und bevor wir jetzt darüber reden, weil ich habe schon wieder vergessen, mich vorzustellen. Ich habe dich vorgestellt, aber wir sind hier, falls ihr euch gerade fragt, bei Herz über Kopf. Und das ist Mascha, euer Host. Ich bin Mascha, euer Host. Und ohne jetzt darüber weiter zu reden, aber damit wir es auch drin haben, würde ich jetzt auch wieder in die Frage der Folge gehen. Let's go. Und zwar passend zum Thema. Hattest du schon mal Momente, wo du dir so dachtest, ist das jemand, der eher dir feindlich gesinnt ist oder ist das eine Freundin? Also ich hatte schon viele Freundschaften. Ich hatte schon viele, wie sagst du es denn? Ich würde Freundschaften sagen. Okay, gut. Ich bin so, weil okay, Freundin gut. und sowas sage ich schon. Ja, eher, aber Freundinnenschaften ist ein bisschen find so. Finde ich schwierig, okay. ja. Finden wir schwierig. Sorry. Also ich hatte schon viele Freundschaften, die darin geendet sind. Viele tatsächlich, also über die letzten Jahre. Ich bin 33, ich würde gerne dazu sagen, dass ich schon alt bin und deswegen schon viel erlebt habe, erstens. Zweitens. Aber jetzt, was mir als erstes eingefallen ist, ist eigentlich damals meine allerbeste Freundin, die dann mein Tagebuch gelesen hat und mir das dann vorgeworfen hat, was sie dann da drin gelesen hat über mich. Iconic Geschichte, oh, wow. wirklich. Okay. Wo ich mich dann auch, wo ich mich einfach auch gefragt habe, so okay, also Freund oder Feind, war ich einfach so... Ja, wir waren dann auch keine Freundin mehr. Ja, verstehe ich. Es ist halt auch irgendwie ein krasser Vertrauensbruch. Ja, wir haben zusammen gewohnt. Oh. Ja. Und sie hat es mir dann erst so ein halbes Jahr später in einem Streit vorgeworfen. Also sie hat es auch, also es war... Krass, das heißt, sie ist ein halbes Jahr damit rumgelaufen. Und dann hat sie es so gedroppt, wann es ihr gepasst hat. Oh, das ist ja richtig krass. Mhm. Und du, hast du schon mal... Boah, ich habe so viele Storys. Ich auch. Ich weiß auch, das ist das Einzige, was mir jetzt eingefallen ist. Ich bin so, was sollen wir nehmen? Ich würde sagen, mein Gehirn hat alles gefühlt verdrängt, weil im ersten Moment hätte ich so gesagt, so nein, ich habe eigentlich gar nichts. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, sind es ganz schön viele. Mhm. Und ich glaube, so eine Story, die ich auch bis heute habe, ist, ich glaube, die habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, aber das ist bestimmt schon 20 Folgen her. Also 20 Jahre. Ja, genau. Als ich jünger war und so ein bisschen Anschluss gesucht habe, weil ich halt irgendwie sehr ausgeschlossen war, auch in der Schule und alles. Und dann... bei den Pfadfinderinnen mitmachen wollte und dann meine beste Freundin auf einmal irgendwie so einen riesigen Coup gestartet hat, der dann verhindert hat, dass ich aufgenommen wurde. Und es war richtig, richtig Kinder. Wild. Ja, also, ne, das sind einfach, ich glaube, Teenie-Jahre sind fiese Zeiten. Das war gewesen. Bei mir auch das Schlimmste. Mit so Mobbing so komplett 10 Jahre lang war auch echt das macht was, ne? kompliziert. Ja. Und jetzt in letzter Zeit, glaube ich, gar nicht so krass, aber ich glaube, es gibt immer wieder Situationen, wo man sich dann so fragt, okay, ich bin halt auch irgendwie sehr leicht, glaube ich. Also ich glaube, Menschen, wenn sie mir sagen, dass sie Gutes im Sinne haben, dann glaube ich denen das einfach, weil ich mir denke, warum solltest du nicht was Gutes im Sinne haben? Ja, das verstehe ich. Und dann bin ich dann doch eher manchmal, glaube ich, enttäuscht, wenn ich dann merke, so, oh, da ist irgendwie ein anderes Motiv dahinter, ne? Total. Würde auch gerne, ich finde, mir hilft das immer voll, deswegen will ich es jetzt einmal sagen, ich habe die besten Freundinnen, ich bin jetzt wie gesagt 33 und die besten Freundinnen oder die tollsten Leute habe ich in den letzten, also meine ältesten Freundinnen habe ich jetzt seit 10 Jahren, aber so die Leute, mit denen ich jetzt irgendwie befreundet bin, habe ich in den letzten 1, 2, 3 Jahren kennengelernt und ich dachte immer, dass man irgendwann dafür zu alt ist, weil man da ja auch so mit aufwächst, dass es irgendwie Freunde von früher und bla 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 und dann irgendwann kannst du keine neuen Freunde mehr finden und ich muss euch sagen, es stimmt nicht. Nee, es stimmt nicht. Find ich auch nicht. Man muss ein bisschen Effort reinstecken, natürlich.
Und umso älter man wird, umso, weiß ich nicht, umso schöner, umso besser ist, weil man sich gut kennt und dann auch Leute finden kann. Sich, genau, dass sich dann vielleicht auch auf Leute einlässt, die einem besser genau. tun, als die, wo man sich ursprünglich vielleicht... Und es passiert mir immer noch, also ich hatte auch schon Begegnungen, auch letztes Jahr noch, wo ich dachte so, ach, vielleicht wird es eine Freundschaft und dann kommen einfach so Punkte, an denen man dann so merkt, nee, und das ist voll, auch voll okay, kein böses Blut, so, weil man einfach nicht mehr Teenager ist und dann so, yeah, so mäßig, sondern... Deswegen, das ist, ja, aber ich habe mich das auf jeden Fall schon oft gefragt. Ich hatte immer, habe eine komplizierte Jugend gehabt, was Freundschaften anging, tatsächlich. Ja. Und eine schwierige Kindheit. Ich war viel alleine. Deswegen ist es für mich jetzt so voll krass irgendwie. Das ja. ist so Safe Space an Freunden zu voll. Haben. Voll, ja. Voll und das auch, ich das Gefühl habe, ich bin an einem Punkt, wo ich Leute auch anziehe, die mir ein gutes Gefühl geben und denen ich ein gutes Gefühl gebe, wo man sich einfach so merkt. Ja, ja, voll. Ja. Voll schön. Ich glaube, das tut auch bestimmt einigen HörerInnen gut zu hören, weil auch ganz oft das Thema Freundschaft angefragt wurde. Ja. Und es hieß, hey, das ist irgendwie so ein wichtiges Thema. Und ich denke mir auch so, wir reden so viel über Beziehungen, aber Freundschaften sind halt ultra wichtige Beziehungen. Und da sollte man halt auch wirklich viel drüber reden, finde ich. Ja, ich stecke auch tatsächlich in die Freundschaften, die ich habe, sehr viel Beziehungsarbeit. Ich habe sehr besondere Freundschaften. Und also wie immer, wenn ich auch so mit so den Ängsten, so wenn man dann so spricht oder so, sind wir auch manchmal so Junge, so wie wir das manchmal machen, man so Leute, die sind jahrelang zusammen, die machen nicht so, wir setzen uns hin, wir reden jetzt darüber, so, keine Ahnung, wir nehmen das jetzt auseinander und checken Bedürfnisse ab und so. Und das ist, wie du schon sagst, Freundschaften sind auch Beziehungen und ich finde, wir sollten die auch so behandeln. Ja. So, weil sonst. Ich finde auch, wenn man so die ersten konstruktiven Streits hatte mit seinen FreundInnen dann, und das dann gut gelöst hat, dann schweißt es auch nochmal so ganz anders zusammen. Total. Und das ist halt so wertvoll, weil es einem dann auch mal so eine Vertrauensbasis gibt, finde ich, dass man auch über alles reden kann und weiß, die Person reagiert da in Anführungsstrichen richtig oder normal oder empathisch drauf. Und auch, dass man, also auch mit ganz vielen Menschen, mit denen ich jetzt heute befreundet bin, bin ich auch überhaupt gar nicht immer gleicher Meinung und so, aber dann trotzdem zu wissen, es ist wieder dieser Safe Space, kann ich einfach meine Meinung sagen und dann sagst du mir deine Meinung und okay, dann kommen wir am Ende dabei raus, dass wir verstehen wollen, wenn wir andere Meinungen haben, warum, wo du herkommst und wo ich herkomme, aber es ist nicht mehr so ein, oh mein Gott, bist du dumm. Ja, so, weil, ja genau, so, sorry, red flag. Weißt du, ich denke mir so, ja, keine Ahnung. Ich wurde da auch während Corona echt gechallenged mit einer Freundschaft. Also da gibt's schon... Aber man kann da wachsen, wenn man das will. Und das lohnt sich. Aber ja, damit würde ich sagen, genug mit dem Juice von uns. Wir gehen jetzt mal in den Community und Reddit-Juice rein, würde ich sagen. Und was ich auch sagen will, ist, ja, da habe ich mich mega drüber gefreut. Wir haben 3 Community-Beiträge dabei. Nice. Das heißt, es sind Leute, die uns wirklich hören und die uns das hier geschickt haben, in der Hoffnung, dass wir das uns annehmen. Das machen wir jetzt. Dann geht's jetzt in die erste Story rein. Okay, let's go. An dieser Stelle eine kurze Durchsage. Wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr auch viel Spaß dabei habt, Sammy gerade zuzuhören und natürlich auch mir zuzuhören und den Podcast gut findet, dann lasst doch gerne eine Bewertung da, abonniert uns und wenn ihr mitentscheiden wollt oder Stories hinzufügen wollt, die eure eigenen Stories sind, dann addet uns gerne auf Instagram oder schickt uns eure eigenen Stories über die Form, die ich unten verlinkt habe. Vielen Dank! Story Nummer 1. Bin ich das Arschloch, weil ich mich nicht mehr bei meiner besten Freundin, in Klammern seit über 20 Jahren, melde? Das kann man jetzt so nicht sagen. We shall see. We shall see. Meine beste Freundin und ich, beide 30, kennen uns ewig und haben schon einiges zusammen erlebt. Sie stand mir bei in einer schwierigen Phase und ich war auch immer für sie da. Unsere Leben sind ziemlich verschieden und mit zunehmendem Alter kamen immer mehr Unterschiede dazu. Es gab Phasen, da haben wir Monate nicht gesprochen, aus verschiedenen Gründen. Und doch haben wir immer wieder zusammengefunden. Irgendwann fing es bei ihr an, dass sie Geldprobleme bekam und ich habe ihr immer wieder was geliehen, teilweise zurückbekommen, teilweise nicht. Und die Situationen häuften sich. Die Summe wurde immer mehr. Irgendwann habe ich ihr einen Handyvertrag auf meinen Namen abgeschlossen, da sie aufgrund ihrer vorangegangenen Probleme keinen eigenen Vertrag mehr abschließen konnte. Dann bekam ich Briefe, da sie mit den Zahlungen im Verzug war. Das ging so weit, dass ein Inkassobüro eingeschaltet wurde, alles auf meinem Namen, da sie nicht bezahlen konnte. Da auch eine Ratenzahlung ihrerseits, du bist schon richtig hart am... Ja, es stresst mich einfach die Arme. Ja, ne? Ja. Da auch eine Ratenzahlung ihrerseits nicht geklappt hatte, habe ich die Summe beglichen, erst für den Vertrag, der automatisch gekündigt war, in Klammern, sie hatte in der Zeit einen neuen abgeschlossen, und dann für das Handy selbst.
ich hatte das Geld nicht über und es hat mich und meine Familie in ziemliche Probleme gebracht. Ich musste es jedoch zahlen, da mittlerweile mit einem Gerichtsvollzieher gedroht wurde und sie hat sich nicht darum gekümmert. Da es mich ziemlich belastet und ich Angst hatte, sie aufgrund dessen zu verlieren, hat sich mein Mann darum gekümmert, zu klären, wann und wie wir das Geld zurückbekommen, welches sich über 2 Jahre angesammelt hatte. Seitdem haben wir kaum miteinander gesprochen, in Klammern ist nun circa 3 Monate her. Sie interessiert sich nicht mehr für mein Leben oder wie es mir geht, da ihre Probleme in ihren Worten größer sind. Und nun sehe ich es nicht mehr ein, mich bei ihr zu melden, da ich alles versucht habe. Bin ich das Arschloch? Ich würde sagen, nein. Also ich weiß, wie schwer das manchmal ist mit Grenzen setzen. Ja. Und auch als sowohl die Person, die sich schon Geld leihen musste, als auch die Person, die schon Geld verliehen hat, ist immer irgendwie so, man ist so, ist jetzt irgendwie ungeil. Ja, keine Ahnung. Fall. Das ist halt die Frage. Also ich glaube so, ich habe vielleicht eine Idee davon, wie ich das heute machen würde, so oder auch schon gemacht habe. Ja. Wie ich glaube, dass es Sinn macht, dass du einfach nur Geld verleihst, wenn dir das Geld wirklich egal ist. Also weißt du, wenn du wirklich sagst, ach ja, komm. Ja. Die 500 Euro, wenn ich dir die jetzt gebe, so ich muss jetzt, wenn du weißt, dass sie eh nicht schnell zurückkommen können und so. Ja, also ich glaube, man muss einfach sehr ehrlich mit voll. Der Person sein, die das Geld vielleicht benötigt. So, ich habe mir auch schon Geld leihen müssen vor Jahren, so bei einem guten Freund. So, das ist einfach manchmal so, so Blessing, wenn man Leute hat, die einem das geben können, weil alles ist sauteuer und das Leben ist ungerecht. Ich würde gar nicht vielleicht unbedingt sagen, dass vielleicht sie sich wirklich gar nicht mehr interessiert, sondern sie klingt so caught up in her own so Business irgendwie, dass sie vielleicht das einfach nicht mehr anders kann. Okay. Also ich bin dann immer so ein bisschen so, das ist scheiße, ich sag gar nichts, aber das klingt auf jeden Fall bei ihr nach also bei der Person, die das Geld schuldet und sich geliehen hat, nach absoluten so Überlebensdings. Okay. Und dann kommt man einfach, also ihr habt es halt schon oft gesehen, dass Leute dann einfach gar nicht mehr klarkommen. Und das ist keine Entschuldigung, aber sie ist trotzdem nicht das Arschloch. Ich finde es gut, dass du da so eine empathische Seite mit reinbringst. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen härter mit ins Gericht gegangen. Ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich habe mir noch nie Geld von Freundinnen geliehen. Einfach, ich weiß nicht, ich bin jemand, der sehr viel mit sich selbst ausmacht und der dann teilweise, keine Ahnung, Blutspenden gegangen ist, um Essen Geld zu haben in der Studizeit. Ne? Ja, aber ja. Hauptsache nichts leihen, so nach dem Motto. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich glaube, das ist auch nicht so gesund. Aber ich glaube, ich bin auch der Meinung, hey, wenn du Geld verleihst, dann mach von Anfang an aus, wie schnell das Geld auch zurückkommen soll. Manchmal ist es einfach ein bisschen schwierig. Und ich glaube, wenn jemand aus meinem engsten Kreis in einer Notsituation wäre, dann würde ich auch einfach sagen, so, here you go. Ja, ich bin da nicht geizig und würde es jetzt auch nicht auf den Cent genau, glaube ich, sogar zurückverlangen. So, ob es jetzt irgendwie ein paar Euro mehr oder weniger sind, whatever. Natürlich. Ich finde es aber sehr schwierig, sage ich mal, dass sie da auch so ein bisschen alleine gelassen wird, weil sie sagt so, hey, die hat sich irgendwie schon einen neuen Vertrag geholt und sie muss irgendwie noch diesen Eisenzeit bezahlen nicht. Und das Handy von ihr bezahlen, sowas geht, ne? Also finde ich schwierig und dann diese Aussage, dass sie jetzt keine Zeit hat oder einfach ihre Probleme größer sind. Ja, das ist auch schwierig. Das hat halt für mich wieder so ein sehr selbstzentriert. Und ich weiß, du sagst so, hey, caught up. Und ne? Also ich hast total recht, widerspreche dir damit überhaupt gar nicht. Ja, ich wie gesagt, mir fällt es dann irgendwie nur so ein bisschen schwer, weil es sich für mich dann auch so ein bisschen in Anführungsstrichen undankbar anfühlt. Aber vielleicht schwingt da auch so ein bisschen vielleicht auch so Shame mit, dass das irgendwie so weit gekommen ist. Also schwierig. Und ich frage mich halt, also sie sagt halt, dass es jetzt über die letzten Jahre so war. Da ist jetzt auch so die Frage, sie scheint das auch nicht so wirklich zu konfrontieren. Wie hoch ist ihr eigener Selbstwert? So, und dass sie da auch so mitgeht, sag ich mal. Ja, genau. Weil ich glaube, also ich habe schon auch Leute im engen Freundeskreis so richtig schlimm strugglen sehen oder im Bekanntenkreis, auch mit Geld. Ja. Und das ist einfach so eine existenzielle Bedrohungssituation. Aber ist natürlich ein ganz anderes Setting, wenn die Person das offen kommuniziert und einfach sagt so, ey, bei mir ist einfach, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll und keine Ahnung, Hilfe, anstatt immer sich weiter in die Scheiße reitet, dann muss man natürlich irgendwann sagen so, okay. Mhm. Und damit meine ich gar nicht, ich will der Person noch gar nicht so sagen so, ey, keine Ahnung, dass sie vielleicht daran schuld ist, weil, weiß ich nicht, so Inflation, Kapitalismus, so Jobverlust und so, du weißt einfach nicht, keine Ahnung, sobald posttraumatische Belastungsstörung oder ADHS hast oder so, wird das alles so kompliziert. Deswegen bin ich vielleicht da so ein bisschen mehr so forgiving. Ich finde aber trotzdem auf der anderen Seite die Person, die das Geld gegeben hat in dem Fall und sich jetzt im Stich gelassen fühlt, fühle ich auch komplett. Ja. Ich bin nur so, ich jetzt einfach, wenn wir so neutral über beide Seiten reden, sie ist nicht das Arschloch, sie hat das gut gemacht, auch das von ihrem Mann irgendwie so zwischenschalten zu lassen, aber ich glaube, da muss man einfach von Anfang an so eine Reflexion mit sich und so eine Klarheit mit sich haben,
was das bedeutet und was es für einen selber bedeutet. Dann kann man, ich finde, das ist so, ja. kannst es nicht komplett dann auf die Person auslagern, nee, weil du dann, wenn du so reingegangen bist und gar nicht gesehen hast, weißt du, wie deine Freundin drauf ist, weil die hat sich wahrscheinlich ja vorher auch schon so benommen. Also, weißt du, dieses. Das meine so, ich halt auch mit diesem, wie hoch ist vielleicht dein eigener Selbstwert, dass du genau. so vielleicht ausblendest. Ja, da wollte ich dir zustimmen. Ja, natürlich. Ja, da freue ich mich sehr drüber. Danke. Ja, bitte. Ja, wir hatten jetzt sehr viele Folgen in letzter Zeit, wo wir alle sehr anderer Meinung waren. Ja, okay. Deswegen ist es gerade sehr refreshing. Ja, okay. Ey, nee, aber ich check das schon. Ja, also ich check auch so dieses, so dass man damit sich struggelt und sagt so, ich weiß nicht, weil ich hatte auch schon Freundschaften, da ging es zwar nicht um Geld. Die sind dann einfach so gescheitert an so einer Sache, die man einfach nicht auflösen konnte. Mhm. Und das finde ich auch in Ordnung. Ja. Nur das ist halt so, wenn sie wirklich so Probleme deswegen bekommen hat und so, dann aber, ich finde immer, dann ist jetzt wieder so klassisch, so, da fehlen ein bisschen Infos. Ich bin so, ich brauche mehr Infos. Ja. Können wir da mal kurz anrufen? Einfach so, ich bräuchte noch so ein paar Sachen, damit ich das ein bisschen besser einsortieren kann, so. Ja, weil ja. einfach, ich finde, so einfach ist es nicht, aber so Grenzen ziehen, dann irgendwann einfach zu sagen, so, nee, und auch schon vorher einfach. Ja. So. Und dann ist es natürlich schlimm, wenn die Person auch psychisch krank ist oder schlimme Probleme hat, aber so. Ja, aber davon ist ja jetzt hier überhaupt nicht die Rede, genau. ne? sondern ich einfach so voll, ich so, das klingt so, als ging es ihr nicht so gut. Vielleicht ist sie auch einfach nur mega verantwortungslos. So, das kann auch sein. So. Ja, deswegen, also ich glaube, da haben wir voll. Tatsächlich nicht genug Info für. Ja. Aber ich glaube, sie ist nicht zu gut für die Welt, sorry. Ja. Sammy projiziert einfach. Mhm. Ich so, tja, was, wenn ich die wäre? Wie würde ich wollen, dass andere Leute in einem Podcast über mich reden dann? Ich glaube, wir sind da auf jeden Fall mit voll. Beiden empathisch und ich glaube, sie ist nicht das Arschloch, vor allem, wenn sie meint, hey, sie meldet sich nicht und seitdem hört sie kaum mehr ja, was. Genau. Das ist halt auch so ein Punkt. Weißt du, es kann ja alles schief laufen, aber selbst wenn es jetzt so gelaufen ist, kann die andere sich ja immer noch melden. Klingt sagen, auf jeden Fall scheiße. Ja. Es klingt einfach uncool, klingt nicht so, wie als wäre das eine stabile Freundschaft gewesen bis zu dem Punkt, das tut mir leid, auch wenn man dann die Person ist, die feststellt, dass man zu viel reingesteckt hat. Ja. Ob das jetzt Geld ist oder was auch immer, das ist wurscht. Ich finde auch so eine Länge der Freundschaft sagt nicht immer was darüber aus. Überhaupt auch, wie nicht. Fest und tief die Freundschaft ist. Überhaupt nicht. Große, große, warte, wie heißt es? Misconception? Nee. Misconception. Annahme. Ah ja. Aber Fehlannahme. Fehlannahme. Ich weiß klingt nicht. Falsch, ich sag's jetzt trotzdem. Ist ja eine große. Nee, große Fehlannahme. Ist eine große Misconception. Ist also, ich finde, ich finde, das ist auch eine Sache, die oft irgendwie, finde ich, einseitig besprochen wird, dass so, ja, wir sind schon so lange befreundet. Das heißt überhaupt gar nichts. Mhm. Junge, ich habe Freundinnen seit einem Jahr, so mit denen, also weiß ich nicht, habe ich so eine tiefe Freundschaft entwickelt oder ich kenne die seit 2 Wochen. Das, also es hat voll. Nichts miteinander zu tun. Leute machen das ja Beziehungen auch immer so und sprechen dann so die Gültigkeit ab. So, wenn man erst so kurz miteinander ist und man kennt sich ja noch gar nicht richtig, aber so eine emotionale Verbindung. Es ist halt nicht an Zeit gebunden. Genau. Weil wenn du eine 20-jährige Freundschaft hast, hast du schon viel miteinander erlebt, aber wie ehrlich man miteinander ist und so, das. Und wie du es miteinander erlebt hast. Genau. Rückblickend, ne? Nur wenn man sich kennt, also nur wenn man sich 20 Jahre lang kennt, ist es noch nicht mehr wert als, also da bin ich empfindlich. Aber ja, ich würde sagen, sie ist nicht das Arschloch. Auf gar keinen Fall. Und damit würde ich jetzt auch schon in die nächste Story gehen. Let's go. Bevor wir in die Story gehen, ein kurzer Disclaimer, hier geht es auch um Depressionen. Story Nummer 2. Ich, 24 weiblich, habe einen Freund, Kim, 28 männlich. Ich habe sehr die Vermutung, dass er unter einer Depression leidet. Wir haben schon darüber gesprochen, dass bei ihm alle Alarmglocken angehen und dass ich ihm empfehle, sich Hilfe zu holen. Er ist da aber dagegen. Kim ist Teil meines Sportteams. In der letzten Saison kam es mit Kim öfter zu Problemen. Es ist ein Teamsport und die Taktik muss miteinander besprochen werden. Hier zieht er sich oft raus. Ansonsten kam es auch bei einzelnen Wettkämpfen dazu, dass er Teammitglieder oder Gegenspieler aggressiv angemacht hat. Als Konsequenz darauf haben entweder Schiedsrichter oder wir als Team ihn aus den jeweiligen Spielen rausnehmen müssen. Das hat Kim nur aber noch wütender gemacht und er ist direkt heimgefahren. Auch später konnte er nicht einsehen, dass sein Verhalten unangemessen war. Als Team hatten wir ein Gespräch mit Kim, in dem wir ihn alle gebeten haben, sich professionelle Hilfe zu holen, weil sich sein Verhalten auch negativ auf unser Team auswirkt. In dem Gespräch wirkte er erstaunlich kooperativ und meinte auch, er schaut mal, dass er sich Hilfe holt. Wir haben extra offen gelassen, wie er sich Hilfe holt, damit die Hemmschwelle auch möglichst gering ist. Jetzt ist ein halbes Jahr später und er hat sich keine Hilfe geholt und es ist nicht besser geworden. Ich habe letztens nachgefragt und da hat Kim dieselben Äußerungen getätigt, wie als ich ihm zu Hilfe geraten habe. Seine Kernaussage ist, ich will nicht eine fremde Person dafür bezahlen, dass sie mir zuhört. Oh Mann, ja. Ja,
In Anbetracht dessen, wie passiv er auf mich wirkt, habe ich auch zu Medikamenten geraten und da war auch die Abwehr. Ich schluck doch keine Tabletten, ich bin doch nicht krank. Ich überlege, ob ich Kim sagen muss, dass unsere Freundschaft endet, wenn er nicht an sich arbeitet, weil ich mir das ansonsten nicht weitergeben will. Ich würde ihm gerne helfen, aber ich denke wirklich, dass seine psychische Situation wesentlich das übersteigt, was ich leisten kann. Schließen wir eigentlich an, da wo wir aufgehört haben mit diesem, so kannst du Leute einfach nicht zwingen? Ja, eigentlich schon. Kannst Leute nicht zwingen? Also kannst du eine Person so lieb haben, wie du willst und das Problem deutlich sehen, ob das jetzt eine potenzielle Depression ist oder irgendwas anderes. Aber wenn die Person nicht da ist, dann ist es daran genau, was hier gesagt wird. Grenzen ziehen und dann muss man sich rausziehen. Ja, ich finde es tatsächlich an manchen Punkten ein bisschen schwierig, was sie beschrieben hat. Also ich glaube, das Erste, was mir irgendwie wichtig ist zu sagen, ist, dass ich glaube, dass bei Männern die Hemmschwelle oft ein bisschen höher ist, sich Hilfe zu suchen. Total. Das ist zumindest so das, was ich immer mega hot. Männers, alle Männers, die das hören, mega hot. Therapie, mega hot. Voll. Ich sag auch immer, wir Ladies lieben das, wenn ihr zur Therapie geht. Wenn ich nochmal daten müsste, ich würde niemanden mehr daten, der nicht irgendwie in irgendeiner Richtung an sich selbst gearbeitet hat. Auch nicht. Und ich glaube, das ist einmal so das Ding, was man vielleicht hier auch acknowledgen sollte und deswegen auch an alle, die das gerade hören. Ich habe auf jeden Fall ein paar Anlaufstellen jetzt verlinkt in der Folge, damit ihr euch auch mit niedriger Hemmschwelle Hilfe suchen könnt. Macht das. Und wo ich es auch ein bisschen schwierig fand, ist, dass er im ganzen Team angesprochen wurde. Ja, ich finde, das ist dann so, ich meine, ich kenne das, ich bin auch eine Mutti so, dass also so einfach so charaktermäßig so, ich tendiere dazu viel mich zu kümmern und auch Leute, die ich gerne mag, also ich habe die auch schon überkümmert. Das Wort gibt es nicht, aber das ist egal. Das haben wir jetzt für dich erfunden. Das haben wir jetzt erfunden, genau. Aber du kannst es sagen, wenn jemand so beratungsresistent ist, und ich verstehe das voll, dass man dann einfach sagt, so ganz ehrlich, wenn du keinen Bock hast, da an deinem Verhalten was zu ändern oder das gerade nicht kannst, dann ist das okay, aber dann kann ich einfach mit dir nicht mehr. Und ich finde, das ist unabhängig auch von der Erkrankung oder irgendeiner Diagnose, die man der Person dann so zuschustert, das ist ja einfach eine Grenze, wenn du einfach sagst so, dass ich fühle das einfach nicht mehr, weil ich, aber, ja, aber das ist ja nicht so ganz der Punkt, den ich gerade hatte. Es war eher so, dass ich es schwierig finde, dass er so in der kompletten Gruppe da angesprochen wird. Ja, genau, da wollte ich jetzt noch hinkommen. Ja, genau. Dann lass ich dir da noch Genau, dass man sagt, nee, jetzt habe ich den Faden verloren, aber da wollte ich eigentlich noch hinkommen. Okay. Ich wollte da gerne noch hinkommen. Aber genau, dass du quasi nicht das, also du machst Probleme, wenn du die größer machst, nicht, also machst du die halt einfach nur größer. Also das ist oft leider so. Ich verstehe das, wenn man dann sagt, so, also ich meine, sie ist ja auch betroffen und das ganze Team ist betroffen, aber dass sie das dann so, oder die Person, deswegen sage ich sie übrigens, dass die Person das so thematisiert und das dann im Team so darauf geschoben wird und dass er natürlich dann sauer ist und geht, ist halt, also ich kann das verstehen, weil es ist übertrieben grenzüberschreitend. Voll, und ich muss auch sagen, was sie dann sagt mit, dass sie ihm zu Medikamenten rät, als... Ja, hast du, keine Ahnung, Psychologie studiert? Ich bin immer so ein bisschen so diese Diagnosen so... Ja, da würde ich mich ganz klar raushalten ich und auch. Nicht empfehlen, wenn man nicht gerade die Person als Physiotherapeut, also schon Psychotherapeut. Ja. Aber meistens erreicht man, man erreicht Leute so nicht. Nee, das schreckt dann, glaube ich, eher ab. Und ich muss auch sagen, also wie gesagt, ne, ich finde es super, dass hier unsere Hörerin gesagt hat, hey, ich möchte da irgendwie helfen. Total. Und so, wendet. Ich finde einfach, es sind ein paar unglückliche Ereignisse gewesen. Ja. Auch so, dass sie geschrieben hat, hey, wir haben offen gelassen, wie er sich Hilfe sucht. Das finde ich eher nicht fördernd. Ja, natürlich sondern nicht. Sondern eher so ein, okay, komm, wir machen einen Termin. Ja. Da setzen wir uns zusammen hin, da rufen wir bei der 116 an. Ja, wenn er überhaupt, wenn er überhaupt an den Punkt kommen möchte. Also, ja. Na, die hatten ja das Gespräch vorher gesagt, er sucht sich Hilfe. Und dann waren sie so, okay, wir lassen komplett offen, wie du es machst. Und das finde ich halt, also netter Gedanke zu sagen. Ja, ich weiß, was du meinst. Die Hemmschwelle niedriger, aber ich glaube eher kontraproduktiv. Ja. Also da ist schon einiges schiefgelaufen. Ja, weil das Ding ist halt, also man hilft Leuten meistens mit Verständnis und nicht mit Druck. Nee. Leider ist das so. Und man muss da unheimlich, manchmal unheimlich geduldig sein. Und weißt du, aber man will ja auch Leute in seinem Leben, die geduldig mit einem selber sind. Und ich finde, da hilft es eigentlich ganz gut, sich das mal umzudrehen und zu sagen, so, ja, was wäre denn, wenn du ein Problem hättest, von dem du selber noch nicht realisierst, und wir kennen es alle, von dem man selber noch nicht da angekommen ist, zu realisieren, das ist ein Problem. Yeah. Und dann kommt aber jemand und sagt, also, jetzt aber mal, und thematisiert es dann und macht es dann so groß und zieht sich aber trotzdem an den falschen Stellen irgendwie wieder zurück und ist nicht so, ey, ich checke, dass es dir einfach nicht gut geht und ich will dir das einfach nur immer und immer und immer wieder spiegeln und ich finde, das wäre ein Weg, wie man das machen könnte oder wie ich es vielleicht machen würde, einfach immer wieder zu sagen so, ey, ich mache mir Sorgen um dich, weil jemandem dann die ganze Zeit zu sagen, was er tun oder lassen soll, das funktioniert einfach nicht. Die Leute, also ich hätte auch keinen Bock drauf. Ich bin eh schon so beratungsresistent. Und wenn ich dann, also nicht wirklich, aber so in dem Setting einfach. Da macht man dann zu einfach. Ja, dann ist man so, ja gut, wenn es mir jetzt noch fünf Leute sagen so, dann mache ich gar nichts mehr. Ja.
Also ich verstehe das. Ich kriege da direkt so einen Trotz, so einen Solidaritätstrotz. Man merkt es, man merkt es. Also dementsprechend, ich würde auch sagen, so hey, vielleicht sucht sie nochmal ganz wertfrei das Gespräch, auch ohne Vorschläge, wie Medikamente zu machen oder sowas und bietet einfach konkret an, hey, wenn du möchtest, können wir uns hinsetzen und zusammen den Approach machen. Und wenn er das ausschlägt, okay, dann ist okay. Ne? Man muss auch nicht bis zum Ende immer dabei sein. Nee, muss man nicht. Aber das würde ich, glaube ich, vielleicht nochmal machen, wenn ich mir so angucke, wie es da vorgelaufen ist. Vielleicht auch mal zu sich selber gucken und sich einfach fragen, warum man da so rangeht. Weil also Therapie ja, aber Medikamente sind nicht die Lösung. Also das finde ich krass gefährlich, das auch zu empfehlen, auch so, weil du dir auch nicht Medikamente gegen Depressionen einfach in der Apotheke holen kannst. So weiß ich jetzt nicht. Also ich finde, das ist so ein bisschen, what's the point irgendwie? Ich finde Medikamente natürlich legitim bei Krankheiten, aber ich finde, das sollte halt von einem Arzt oder einer Ärztin empfohlen werden. Fall. Und nicht von einer Freundin, die sagt, Gentherapie und nimm Medikamente. Ja, genau. Also Gentherapie ist auch schwierig, weil ich finde ich finde dieses Level, und ich habe lange mit Kindern gearbeitet, das funktioniert emotional auch bei Erwachsenen einfach nicht. Mhm. Also wenn man immer von der Ich-Ebene kommt, funktioniert es meistens besser. Man sagt so, ich mache mir Sorgen um dich, so, ich bin deine Freundin, ich habe dich lieb, so. Ich habe das Gefühl, dir geht's schlecht. Ja. So ist das was ganz anderes, wenn man sagt, du musst das jetzt machen. Ja. Was ich auch finde, was so ein richtiger Turning Point bei mir war, was ich gelernt habe und was ich jetzt immer mache, wenn ich so FreundInnen anspreche, dass ich dann auch so ein Hey, und ich weiß, wenn das bei mir so wäre, dann würde es mir richtig schlecht gehen und ich würde mich so und so fühlen. Weil ich habe das Gefühl, dann gibst du Raum, dass die Person weniger Hemmung hat zu sagen, ja, weißt du was, ich fühle mich auch wirklich so. Ja, genau. Weil ich habe das Gefühl, davor sind die Leute so, nein, ist schon okay. Und erst wenn ich dann noch so ein, ey, ich hatte total Angst und würde mich richtig traurig fühlen, dann ist immer so ein, ja, okay, ich fühle mich so. Ja, voll, das ist genau das. So muss man reingehen, finde ich. Also es macht zum Beispiel, also ich verstehe das, aber man weiß ja nicht, wie die vorher miteinander geredet haben und so, und dass man einfach sagt, ich hatte auch schon eine ehemalige Freundin von mir, die hat auch einfach gesagt, so, ich mache keine Therapie. Und dann war ich so, weil sie dann davon überzeugt war, dass sie das nicht braucht. Und das ist so einer von meinen Ex-Freunden auch so, der war auch so, brauche ich nicht. Und ich war immer so, doch. Also ich habe, ich habe fast 10 Jahre Therapie, 7 Jahre Therapie gemacht. So, ich glaube, ich war dann immer so, könnte schon sein, das ist was für dich wäre. Ja. So, aber das ist ein anderes Setting, aber dann schon so reinzugehen und so, aber so voll die Probleme zu haben im Alltag und dann aber rumzulaufen, zu sagen, ich brauche das alles nicht. Und dieses, das würde ich jetzt gerne auch nochmal sagen, weil es vielleicht wichtig ist, man bezahlt bei der Therapie nicht einfach nur jemanden, damit ein Therapeut oder eine Therapeutin dir zuhört, sondern das ist ja ein Problem, dass Leute Therapie immer noch so sehen. Das ist ja genau nicht das. Natürlich ist das, was passiert, wenn man zur Therapie geht. Man redet mit jemandem und jemand hört einem zu, aber es ist nicht, also so einfach ist es halt nicht. Da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Ein bisschen. Ne? Also Leute, wenn ihr struggelt, wie gesagt, ich habe es euch verlinkt, auch für deutschlandweit. Ich gucke auch noch für Schweiz und Österreich, weil ich auch weiß, wir haben ein paar HörerInnen von dort, dass da auf jeden Fall Angebote sind. Ja. Und ihr könnt jetzt auch gerne auch nochmal eine Story in die Richtung schreiben, wenn ihr gemerkt habt, hey, das resoniert irgendwie mit mir. Aber ich glaube, damit würde ich jetzt auch schon in die nächste Story gehen. Ja. Und die ist wild. Die ist richtig wild. Mhm. Bist du bereit für richtigen Spice? Ja. Ich weiß nicht. Okay, let's go. Jetzt bin ich richtig gespannt. Okay. Ich hoffe, ich werde dich nicht enttäuschen. Stell dir mal vor, du liest irgendwann so eine Geschichte vor und dann checkst du so, boah, fuck, ich bin es. Das wäre bitter. Oder? Ja, das wäre krass. Aber ich glaube, ich würde das merken, weil ich mehr sammle. Mein Magen knurrt jetzt im Hintergrund ein bisschen, Leute. Tut mir leid, ASMR. Voll in Ordnung. Mhm. Dein Magen hat auch seine Berechtigung hier. Ja. Korrekt. Ja. Okay. Gut, dann let's go, Story. Bitte. Story Nummer 3. Meine ex-beste Freundin, 30, denkt, mein Verlobter sollte ihr gehören und ich hätte ihn gestohlen. Ich bin unsicher, was ich tun soll. Süß, sie so, ich bin unsicher, was ich tun soll. Ich so, ja, klingt danach. Nicht gesund. Klingt auch nach einer unsicheren Situation für dich. Also nachvollziehbar. Ja. Mhm. Ich lese mal vor, ja? Bitte. Im zweiten Studienjahr hat meine Freundin Cindy angefangen, mit einem Jungen namens Alex zu schlafen, aber nicht mit ihm auszugehen. Sie stellte mich ihm vor und er war sehr attraktiv, aber ich leugnete das gegenüber Cindy, weil ich wusste, dass sie ihn mochte und es nicht für wichtig hielt. Bald wollte sie mit Alex ausgehen und er gab ihr einen Korb. Dann traf sie einen Mann namens James und wurde sofort schwanger. Sie heiratete James, als das Baby etwa 6 Monate alt war. Alex und ich hatten weiterhin Kontakt und ich fand ihn immer noch anziehend. Wir trafen uns, aber schliefen nicht miteinander. Es dauerte etwa 1 Jahr an Kontakt, bis wir zusammen waren. In der Zwischenzeit hatten Cindy und James eine schwierige Phase und sie sagte mir, sie habe Alex geschrieben. Sie wollte ihn zurück.
Ich tat unwissend und erzählte ihr nicht, dass wir zusammen waren. Cindy zog in einen anderen Bundesstaat und wir liefen nicht Gefahr, ihr zu begegnen, und es schien nicht wichtig. Sie und James bekamen ein weiteres Baby und der Kontakt verlor sich. Ich war einfach nicht mehr interessiert und konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass sie sich an Alex ranmachen würde, wenn sich die Gelegenheit ergebe. Immer wenn Alex etwas über Schwierigkeiten im Leben sagte, war sie immer die Erste, die antwortete, dass sie für ihn da ist und ihm schreiben solle. Nun, etwa 7 Jahre, nachdem wir uns kennengelernt hatten, hat Alex einen Heiratsantrag gemacht und ich habe natürlich Ja gesagt. Aus Angst vor Cindys Reaktion habe ich alle meine Social-Media-Konten gelöscht. Sie ist ausgerastet. Sie ruft mich an, schreit mich an, hat Screenshots alter Nachrichten zwischen uns in den sozialen Medien veröffentlicht und bei meinem Arbeitgeber angerufen, um sich über mich zu beschweren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie erzählt ständig Leuten, ich hätte ihren Seelenverwandten gestohlen, aber er wollte mich und sie hat einen anderen Mann geheiratet, in Klammern, den ich auch für einen sehr lieben halte. Was soll ich hier tun? Ja, weiß ich schon. Ein bisschen wild, ne? Also im Kern geht's darum, dass... Soll ich nochmal zusammenfassen? Ja. Okay, also, es gab Cindy. Ich war schon so... Ja, es ist so ein bisschen... Cindy und Alex hatten was miteinander, genau. Hatten aber nur Sex. Ja. Cindy wollte mit ihm ausgehen, er hat ihren Korb gegeben. Mm. Dann vergingen 2-3 Jahre und in der Zeit hat Cindy... Jemand Neues kennengelernt. Genau. Also sie datet jetzt einfach ihren Ex-Freund. Das ist nicht ihr Ex-Freund. Nee, gewesen. Ihre Situationship, ihre Ex-Situationship. Ja, wenn man das so benennen möchte, aber laut... Mehr oder weniger. Ja. Und Cindy hat jetzt einen anderen Mann, mit dem hat genau. Zwei Kinder bekommen. Ja. Und sie, also OP, ist halt mit Alex ein paar Jahre danach zusammengekommen. Mhm. Ja, ja. Und er hat ihr jetzt einen Verlobungsantrag, wollte ich gerade sagen, einen Heiratsantrag gemacht. Ja. Genau. Also die Freundin, die noch auf, also mit den Namen, da bin ich raus. Das ist jetzt schon leider vorbei. Das hätten wir mir aufmalen müssen. Nächstes Mal bringe ich so einen Flipchart. Nee, so ein kleiner Zettel hätte echt gereicht. Okay. Dann hätte ich das kurz mitschreiben können. Nächstes Mal dann. Also das ist ja im Prinzip das Ding. Die waren miteinander befreundet. Und dann hatte die eine was mit dem. Und hatte dann irgendwann einen neuen Freund. Und dann ist die andere mit dem zusammengekommen, mit dem sie mal geschlafen hat. Gut. Genau. Und jetzt rastet die erste total aus und sagt, er ist eigentlich ihr Seelenverwandter. Ja, das ist Quatsch auf jeden Fall. Also finde ich auf jeden Fall krass. Wieder auch so, wo ich mich dann wieder frage, was hattet ihr so für eine Freundschaft oder habt? Das frage ich mich aber auch, weil was ist also abgespaced, dass ihre Freundin jetzt bei ihrem Arbeitgeber anruft. Ja, das sowieso, also darüber brauchen wir, also da will wild, ich so. Wild. Aber ich finde die Situation im Großen und Ganzen richtig komisch, weil ich frage mich, warum lügt OP bei der Vorstellung schon und sagt, nee, der ist nicht attraktiv, obwohl sie ihn gut findet? Dann warum verschweigt sie die Beziehung, wenn sie erzählt, dass sie überlegt, wieder was mit ihnen zu kontaktieren oder zusammenzukommen? Und dann löscht sie all ihre Social-Media-Konten bei nach dem Antrag. Also wie non-confrontational willst du sein? Das ist ja auch irgendwie nicht gesund. Ich, ne? Also ich finde es so kompliziert. Ich bin so, guck mal, das ist einfach so, das hättet ihr einfach klären müssen. Ja. Und ich finde, und das würde ich gerne hier an der Stelle einräumen, es ist manchmal auch so, dass man zu was Ja sagt und sagt so, hey, das ist okay für mich. Mhm. Und dann merkt man, das ist nicht okay. Das Problem ist aber, dass man nicht einfach dann so Shade so 10 Jahre lang auf jemanden, also ich finde es, also... Keine Ahnung, vor allem ist ja nicht mal so, was ich wesentlich besser nachvollziehen könnte, wenn die Single wäre. Mhm. Und nicht verheiratet mit auch einem lieben Mann so und Kinder hat was und sagt weiß der Mann ich dazu? Nicht. Ja. Also ich meine, ich habe auch schon über eine Beziehung in einer neuen Beziehung so getrauert. So, ich check das schon, dass das manchmal sich einfach so überlappt und so. Alles gut. Nur, das ist ja, also. Ja, das ist ja wirklich wo ganz. Also, dieses, du hast doch nicht Anspruch auf deine Ex-Partnerin. Oder die andere wusste halt schon die ganze, also das ist einfach, ja, das also ist ein Lulu, ne? Man ist so, keine Ahnung, ich weiß nicht, ist dann ist jetzt so die grundsätzliche, ich bin so verwirrt, ja, ist die grundsätzliche Frage, kann man das so festlegen und sagen so, ja, ist ein No-Go, was mit den Ex-PartnerInnen oder so zu haben oder mit Freunden oder was auch immer so, das ist halt so die Frage, das muss man, glaube ich, erstmal für sich definieren. Ja. Und dann mit seinen FreundInnen besprechen, so. Ja. Könnte mir jetzt auch niemanden vorstellen, mit dem ich gerne was hatte, mit denen. Oh, naja, ich bin so. Aber ich wird sich schon jemand finden am Ende, nur. Ich glaube, ich hätte halt, also von OPs Seite hätte ich schon von Anfang an zugegeben, dass ich die Person auch attraktiv finde. Es ist ja nicht gleich so ein, hey, jetzt sind wir in Konkurrenz, sondern einfach nur, ja, es ist ein attraktiver Mensch. Ich will das auch hören. Ja. So, keine Ahnung, man ist so natürlich. Also, so, nee, finde ich jetzt nicht so gut. Sollen meine Freundinnen schon sagen, wenn so, nee, sagen mir, bin ich schon so suspicious.
bin ich schon so, tja, Pech, schwierig. Das ist jetzt so leider so. Das ist schwierig. Und dann halt auch so dieses, die Beziehung verschweigen. Ich glaube, ich hätte dann, sagen wir mal, das wäre jetzt eine Situation und dann hätte ich schon so gesagt, so, hey, nur dass du es weißt, so, ich verstehe mich sehr gut mit dieser Person, die du mal gut fandest. Ja. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Das offen zu kommunizieren. Und dann ist halt die Frage, wenn die andere Person halt sagt, so, nee, ist nicht in Ordnung für mich, dann muss man es halt selber für sich entscheiden, was einem wichtiger ist. So. Ja. Also ich glaube, das ist wieder so Grenzen für sich selber setzen und einfach klare Entscheidungen treffen, was, glaube ich, auf beiden Seiten nicht so richtig klappt. Ja. Und ich mich dann auch wieder frage, was ich gerade eben schon gesagt habe, so, was habt ihr überhaupt für eine Freundschaft geführt oder habt für eine Freundschaft? Weil, also es ist kompliziert, ich check das so und es kann passieren. Du kannst ja nicht aussuchen, in wen du dich verliebst. Du kannst, also ich verstehe das schon. Ich finde aber, die Grenze wurde überschritten, als sie angefangen hat, auf Social Media über sie zu posten mit Screenshots aus dem privaten Chat. Vor allem als verheiratete Frau, also. Ja, will ich auch nicht ihr Partner sein, der dann das mitkriegt, dass sie sagt, mein Seelenverwandter wurde mir geklaut. Ja. Ne? Und der Partner so auch so, cool. Let's have another baby. Ja, ich habe natürlich einen Top-Kommentar vorbereitet. Ja, bitte. Den würde ich jetzt mal vorlesen. Ja, bitte. Top-Kommentar. Ich denke, hier sind sich alle einig, dass deine Freundin sich gerade irrational verhält und du solltest die Polizei kontaktieren, da sie dich im Grunde genommen belästigt. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, warum du nicht ehrlich über deine Beziehung zu Alex warst, als deine Freundin dir damals anvertraute, dass sie ihn zurückhaben wollte. Fairer Punkt. Ich kann das mit der Polizei auch verstehen. Ich glaube, ich hätte auch Angst, wenn jemand so anfangen würde bei meinem Arbeitgeber. Ja, dann musst du die Polizei einschalten, aber in Amerika auch. Ja. Bestimmt geil. Und da habe ich natürlich auch noch eine Antwort von OP. Ja. Ah. Die habe ich mal mit reingenommen, weil ich die sehr spannend fand. Ja. Ich denke, weil ich zu diesem Zeitpunkt wirklich nicht geglaubt habe, dass Alex und ich funktionieren würden. Er ist sehr attraktiv und eine Art Magnet. Ich bin bestenfalls durchschnittlich. Er hat Frauen gedatet, die weit besser sind als ich. Und ich finde, das gibt uns eine Einsicht. Und hier haben wir wieder das Thema Selbstwert. Thema, sie ist nicht konfrontativ mit ihrer Freundin und sie redet so über die Dynamik, was ihre Beziehung angeht. Als wäre sie so froh, dass sie so jemanden Hottes abgekriegt hat wie Alex. Oh. Ja, aber auch gleichzeitig, dass sie sich selber so krass runterstellt. Ja. Und ich finde, das gibt sehr viel Einblick. Sieht nicht so gut aus mit ihrem Selbstbewusstsein. Ja. Also da sollte man auf jeden Fall, glaube ich, ansetzen und dran arbeiten, um auch so unnötige Missverständnisse in Zukunft zu vermeiden. Voll. Also ich bin immer so, es kann immer alles passieren. Mhm. Und ich weiß, dass das schwer ist. So, ich glaube, wir kennen es beide. Wir hatten beide schon harte Gespräche auch mit Leuten, so, die einfach, wo du so bist, so sagst, so, das tut weh, aber ich bin trotzdem lieber jetzt hier und führe dieses Gespräch und hör mir das an, anstatt so zu wissen, das würde hinter meinem Rücken passieren oder du würdest mir das jetzt nicht sagen. Das finde ich, da muss man einfach durch. Manchmal, so ist halt. Oh, ich bin so ist das Leben halt nun mal, Leute, manchmal tut es einfach weh. Ja. Und du kannst nichts dafür, wen du liebst, so, nur musst du dir halt dann auch sicher sein. Ist ja auch dann, finde ich, auch interessanter Einblick in die Beziehungsdynamik so mit OP und Alex. dass sie sich da so drunter stellt und so froh sein kann, dass sie, wie kommunizieren die denn dann darüber? So, hä? Also, ich bin so, das klingt alles so ein bisschen so. Schatz und sie hat sich so von ihrer Freundin abgekapselt, damit sie diesen Schatz nicht Ja, will. Mega weird. Also ganz, ich ganz bin auch so. Dynamik. Aber ja, da, den habe ich jetzt extra mit reingenommen, weil danach auch viele Redditor kommentiert haben und gesagt haben, hey, du solltest mal in deine eigene Beziehungsdynamik reinschauen. Ja, total. Weil das klingt halt auch nicht so gesund. Aber von der anderen auf jeden Fall Katastrophe. Ja, wenn du verheiratet bist und sagst, ich will jemanden, also keine Ahnung, Poli, ja, check ich. Ja, aber so aber darum geht es ja jetzt hier nicht. Nee. Ich wollte es nur kurz einmal sagen, natürlich gibt es andere Beziehungsformen wie als Monogamie, alles super. Nur darum geht es jetzt hier gerade nicht, nur falls. Genau. Ne? Also ja, ich würde sagen, die Freundin ist komplette Lulu, sie haben aber auch beide sich jetzt nicht mit rumbekleckert in der Situation und das ist alles ganz schön wild. Ja, das stimmt. Dann lass mal in die nächste Story gehen, würde ich sagen. Und da geht es darum, wie man eine Freundschaft zurückbekommt. Story Nummer 4. Was kann ich tun, damit ich unsere Freundschaft wiederbekomme und bin ich zu weit gegangen? Mein bester Freund, männlich 26 und ich, weiblich 25, kennen uns seit wir 12 sind und sind schon circa 10 Jahre beste Freunde. Wir sind zusammen durch dick und dünn gegangen. Dann habe ich geheiratet und auch mein Mann und er verstehen sich super. Auf der Hochzeit haben wir es krachen lassen. Nach der Hochzeit habe ich erfahren, dass mein bester Freund von seiner Freundin, weiblich 25, abgeholt worden ist. Ich wusste gar nicht, dass er eine hat und fragte ihn, wieso er das nicht erzählt hat. Sie hätte ja auch kommen können. Da meinte er nur, dass es zu früh sei. Na gut, habe ich auch verstanden. 3 Monate später verabredeten wir uns, in Klammern, mein Vorschlag zum Essen. Da erzählte er, sie seien zusammengezogen. Ich war überrascht, habe mich aber gefreut, da es seine erste so feste Beziehung ist.
Später holte sie ihn ab und ich wollte sie kennenlernen. Also ging ich zum Auto, steckte den Kopf rein, begrüßte sie und lud beide zu meinem Geburtstag ein. Süß. Sie sagte, vielleicht. Kein Lächeln, kein aus dem Auto aussteigen, gar nichts. Okay, komisch, aber ich dachte, vielleicht habe ich sie auch einfach auf dem falschen Fuß erwischt. Mein Geburtstag kam, die beiden standen vor der Tür und sie guckte mich so böse an, dass ich mich direkt erschrak. Ich wollte sie aber kennenlernen, bot ihr Bowle an und versuchte, ein Gespräch anzufangen. Keine Chance, alles wurde abgeblockt. Später erzählten mir auch andere Freunde, dass sie über meine Wohnung als Scheißwohnung redete und dass sie gehen wollte, was sie dann auch sehr früh taten. Einen Monat später verabredete ich mich erneut mit meinem Freund, in Klammern wieder meine Initiative, und erzählte, dass ich das alles ein bisschen komisch fand und auch, dass ich es schade finde, dass er sich nicht mehr meldet. Es tat ihm leid und er versprach, etwas zu ändern, aber nichts passierte. Seitdem meldet er sich nicht mehr und antwortet erst Wochen später. Was kann ich tun? Es ist wie so eine alte Geschichte, man kennt es, ja, man hat schon tausendmal gehört. Jemand hat neue Partner, neue Partnerinnen. Und es einfach vom Erdboden verschluckt. Vor allem, finde ich, wenn es Mitte 20 Leute sind, die ihren ersten richtigen Partner oder erste richtige Partnerin haben. Das ist dann, finde ich, auch nochmal... Also ich weiß nicht, ob es mir dann krasser auffällt, weil man dann selber in einem anderen Bereich ist. Aber ich hatte das jetzt öfter im Bekanntenkreis, dass gerade so, oh, das ist die erste feste Freundin. Und dann war das so ein... Es war ein bisschen toxisch, aber das wollten sie nicht hören und haben sich komplett davon abge... Und dann, ja. Also da spielen viele Sachen ein, die mir jetzt direkt einfallen. Ich finde, zum einen ist es auf jeden Fall... immer so begünstigt das Patriarchat, lol, ich direkt so, sorry Leute, begünstigt das Patriarchat, also die Gesellschaftsstruktur, in der wir leben, die sehr auf männliche Herrschaft ausgelegt ist, immer so eine Konkurrenz zwischen Frauen und ich habe das Gefühl, das da so ein bisschen rauszuhören, weil es schon oft auch, ne, im Fernsehen, in Geschichten, in den Nachrichten, keine Ahnung, ist immer dieses so in Filmen, die böse andere Frau oder so, keine Ahnung, dieses Konkurrenzding. Verdächtige beste Freundin. Ja, genau, dieses so... Auch so, me being bi. Ich bin immer so, als bisexuelle Person ist man bei sowas dann immer so, ja, wie können Männer und Frauen denn miteinander befreundet sein? Ich bin immer so, ja, mit wem soll ich denn dann eurer Meinung nach befreundet sein? Also ich finde, das ist einfach so ein Ding. Das, also ich höre das da so ein bisschen raus, so wenn sie schon so abgefuckt reingeht. Außer wir haben irgendwas verpasst und er hat schlecht über sie geredet, aber wenn die ja eine stabile Freundschaft hatten, so sieht das ja nicht so danach aus. Aber dazu habe ich auch einen Punkt. Und zwar, du sagst ja auch, stabile Freundschaft. Ja. Hätte ich jetzt auch gedacht, aber mein erster Gedanke war, dass OP sich vielleicht mal hinterfragen sollte. Ja. Mein bester Freund, ist es das wirklich? Weil sie kriegt keine Infos zur neuen Beziehung. Ja. Sie kriegt nicht mal die Info, dass sie zusammengezogen sind. Und Treffen passieren nur auf ihre Initiative hin. Das klingt so, als wäre es vielleicht mal was anderes gewesen und sie hat nicht so ganz mitbekommen, dass sich die Freundschaft vielleicht in den letzten Jahren verändert hat. Ja. Ne? 10 Jahre sind ja auch eine Zeit. Valider Punkt. Wenn man mit 14, 15 in diese Freundschaft geht, sieht es dann mit 25 vielleicht anders aus. Ja. Man klammert sich da an was. Voll. Was schon längst weg ist eigentlich. Ja, das stimmt. Das auf jeden Fall. Ich bin jetzt einfach nur so, wenn das das Setting ist, ist so, ja. Wenn das Setting aber ist, dass sie, weiß ich nicht, vielleicht eine, ja, haben die oder nicht. Ach so, ja, haben die nicht. Aber es ist ein valider Punkt, ne? Das also weiß man ja nicht, auch wie Leute diese Freundschaften einfach für sich als erfolgreich oder intakt oder stabil definieren. Das weiß ich nicht. Bin ich sehr überrascht manchmal von, wenn andere Leute was erzählen. Weil ich habe einfach also da einen sehr anderen Zugang. Aber, ja, und das sind eigentlich alles so Anzeichen dafür, würde ich auch sagen, dass die Person eigentlich keinen Bock mehr auf dich hat. Und na klar, können wir das jetzt auf die andere Frau schieben und so. Klingt auf jeden Fall auch so, als wäre es irgendwie weird. Aber das Problem ist ja eigentlich am Ende eher... Ja, genau, das Problem ist eher, dass er at some point auf jeden Fall entweder gegenüber seiner Freundin oder seiner, keine Ahnung, sagen wir, guten Freundin nicht kommuniziert hat, dass das für ihn vielleicht nicht mehr so ist. Und selbst wenn es so ist, dass es jetzt erst mit der Beziehung quasi so losging, hat er das dann trotzdem verpasst oder checkt das nicht, dass es da ein Problem ist oder positioniert sich nicht richtig und so. Ja, es ist so ein bisschen Stichwort Grenzen setzen. Ja, again. Einmal, again. Das predigen wir heute mehrfach, aber boundaries. Und ja, sie muss Grenzen für sich setzen, aber er sollte auch irgendwie schaffen, Grenzen zu setzen. Ja. Und ich glaube, in der ersten Beziehung passiert es ganz oft, dass du nicht so wirklich weißt, was okay ist in der Beziehung. Ja, natürlich. Und jetzt, ne, wir wollen es jetzt nicht auf sie abwälzen, aber so wie sie jetzt beschrieben hat, auch, dass sie dann sagt, scheiß Wohnung und so, ne, frage ich mich halt auch so, wie gesund ist diese Person? Wie bist du und drauf wie gut einfach? Schafft er es dann, sich da auch von abzugrenzen? Genau. Statt zu sagen, okay, ich liebe sie und ich, ach, keine Ahnung, ich will sie irgendwie recht machen und da irgendwie so ein bisschen, zu sehr auf seine Freundin eingeht, sage ich mal, ne? Wenn ihr in Beziehung seid, vernachlässigt eure Freundschaft nicht. Eure Freundschaften sind die Beziehung zu euren Freunden und die Beziehung zu euch selbst sind wichtiger als eure Beziehung, weil die zwei Sachen habt ihr im Zweifel länger und anders. So, ihr dürft es einfach nur nicht
vergessen. Nicht, dass man nicht seine Beziehung priorisieren soll. So, das meine ich nicht. Ich meine nur, ich war auch schon in einer Beziehung, wo ich alle meine Freundschaften so, also weiß ich nicht, habe einfach gehen lassen so. Und dann war man nicht mehr, man geht nicht mehr so viel raus. Mama, macht es nicht. Ja. Macht es einfach nicht, weil ich glaube, dann passiert das auch nicht so schnell. Und als Freundin, die tatsächlich auch mal eine Freundin war von einer Freundin, ich war nur wichtig, wenn es Streit gab in der Beziehung. Genau. Und irgendwann hat man da keinen Bock mehr drauf. Ja. Ne? Und ne, manchmal verändern sich auch, keine Ahnung, verändern sich, darüber haben wir auch schon mal geredet, verändern sich ja auch Lebenskonzepte. Keine Ahnung, wieso, es kriegen auf einmal alle Kinder und du halt nicht und dann bist du so, ja, okay, keine Ahnung, fehlen mir die Touchpoints. Ja, so ich, so nämlich. So, und dann ist es natürlich auch, muss man da auch drüber reden und einfach gucken und sagen, wo ist eine Grenze und was mache ich jetzt damit und so. Und klar kann man da jetzt auch rein interpretieren, was hatten die überhaupt für eine Freundschaft, aber ich finde, es liegt bei ihm, weil er ja die beiden Beziehungen führt. Er ist ja die der gemeinsame Punkt in beiden Beziehungen, sowohl in der Freundschaft als auch in der Beziehung. Ich glaube halt, was ich jetzt irgendwie so ein bisschen anraten würde, ist so, hey, akzeptiere, dass die Situation so ist, wie sie ist. Sei vielleicht akzeptiere das einfach. Einfach ist nicht so einfach gesagt, ne? Ja. Aber ja, und vielleicht zu wissen, hey, man ist verfügbar, wenn die Person sich meldet und sagt, hey, ich merke, ich bin nicht glücklich in der Beziehung und ich brauche irgendwie wieder meine Freundschaften, dass man dann auch sagt, okay, ich bin dann auch wieder available für die Person, weil ich glaube, jeder verrennt sich mal so ein bisschen. Oder klar, einfach auch kommunizieren, sagen so, hey, ich würde mir das und das und das von dir wünschen, so, das und das habe ich wahrgenommen, einfach sehr... Ja, kommunizieren. Ja, kommunizieren ist das A und O. Wirklich. Und ich habe mir tatsächlich auch hier wieder notiert, das passt sehr gut zu dem, was du in der ersten gesagt hast, in der ersten Story, man kann nicht alle retten. Man kann nicht alle retten. Ja. Genau, wenn dein bester Freund, was auch immer, dein guter Freund das jetzt so machen möchte, dann weiß ich nicht. Muss man ist das vielleicht schlimm und tut weh, Punkt, aber weil wenn das komplett einseitig ist, funktioniert es so leider auch nicht. Ja. Was ich auch irgendwie so ein bisschen gemerkt habe, ist, das habe ich irgendwo mal gelesen, den eigenen Wert überschätzen in dem Leben von anderen Menschen. Ja. Das ist sehr schmerzhaft, aber mittlerweile stelle ich mir schon dann auch die Frage, wenn ich merke, es wird sich nicht richtig mit mir verhalten, dass ich frage, okay, der Wert, den ich dieser Person in meinem Leben gebe, ist das überhaupt der Wert? Das muss man manchmal einfach kurz so auf eine Waage legen. Genau. Und einfach, und nicht, dass es auch wichtig gleich ausgeglichen sein muss, aber es muss sich einfach, weil mal geht es jemandem schlechter und es kann auch sein, dass jemand struggelt für 2 Jahre und dann weiß man schon, okay, aber... Es muss sich einfach ausgeglichen. Im Großen und Ganzen. Im Großen und Ganzen. Genau. Wir so sehr gestengelastig heute. Das ist lustig mit dem Schatten. Ja, ihr seht das gar nicht, wenn ihr uns nur hört. Nee, das stimmt. Kommt auf YouTube, dann könnt ihr uns auch ansehen. Tja. Ich war so gut. Das ist ein bisschen spannend jetzt mit dem Schatten. Vielleicht habe ich ja ein cooles Schattentier gemacht. Habe ich nicht. Ja, ich kann kein Schattentier machen. Aber ja, ich glaube, wir haben alles dazu gesagt. Ja. Ich würde damit auch in den letzten Beitrag gehen und der ist auch nochmal was anderes. Let's go. Der ist nochmal was ganz anderes. Ganz da geht es nochmal ganz anders los. Mm-hmm, let's go. Die Folge ist jetzt nochmal was ganz anderes. Ja. Die Folge, nicht die Story. Sorry. Ich sag dir mal den Titel und ich glaube, da wirst du schon merken, dass es was anderes ist. Familie und Freunde finden meinen Freund unattraktiv. Ich, weiblich 22, bin seit 3 Monaten mit meinem Freund, 28, zusammen und die Beziehung ist wirklich wunderschön. Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der so liebevoll, empathisch und aufopferungsvoll ist. Wir haben gleiche Lebensziele, viele gemeinsame Interessen und können miteinander lachen und weinen. Richtig schön. Ich bin so toll. Ja, ne? Was das Äußerliche angeht, wäre er beim sich random über die Straße laufen vielleicht nicht mein Typ gewesen, aber je länger die Kennenlernphase ging, desto mehr fand ich ihn auch äußerlich sehr ansprechend. Wenn Freunde und Familie jetzt ein Foto von uns sehen wollen oder mich über ihn ausfragen, kommt aber immer die Reaktion, er sehe viel älter aus als ich, in Klammern, er hat erblich bedingt eine Glatze und die ein oder andere Falte, oder ein »Auf so einen stehst du«. Dabei frage ich gar nicht danach, wie sie ihn finden und finde diese Kommentare sehr verletzend. Wie kann ich mehr lernen, auf die Meinung anderer zu scheißen? Diese Kommentare verunsichern mich nämlich innerlich und erwecken in mir das Bedürfnis, ihn äußerlich verändern zu wollen, damit er meinem Umfeld mehr passt. Das ist total unreif und nicht richtig. Deshalb möchte ich lernen, wie man diese Gedanken und Gefühle überwindet. Gibt es jemanden von euch, der vielleicht ähnliche Erfahrungen mit seinem Partner gemacht hat oder konstruktives Feedback geben möchte? Geht's noch eigentlich? Ich find's auch so krass. Ich bin so, geht's noch, wenn du das hörst? So Grenzen, Grenzen, Grenzen. Ja, hör dir das beendet. Nicht an, Gespräch beendet. Wenn jemand so über auch, also ich verstehe das, wenn man schlecht über PartnerInnen redet, wenn die Scheiße behandeln. Ja. Okay. So will man dann auch nicht hören, weiß ich nicht, check ich schon. Aber das, so wenn sie doch sagt, sie ist so happy
Und es ist eine tolle Beziehung. Wenn das der einzige Kritikpunkt ist, ne? Also dann, mit was für Leuten chillst du? I'm so sorry. Und Familie auch wenn es deine Familie, ne? Ja, ich bin da nicht so, ich bin da nicht so. Ich sag so, Blut ist nicht dicker als Wasser, ganz ehrlich. Überhaupt nicht. So, wenn deine Familie scheiße ist, so scheiß auf die. Ich weiß, das klingt blöd, war bei mir auch ein langer Prozess, aber ist halt wirklich wenn das einfach Leute sind, die dir ein blödes Gefühl geben, so dein Gefühl, was du hast, ist valide, das macht mich richtig, richtig sauer. So, das ist einfach nicht in Ordnung. Das ist so grenzüberschreitend. Auch was denkt ihr, wer die sind? So, keine Ahnung. Das ist wie, wenn jemand Übergewicht hat und mir sagt, ich bin dick. Wo ich mir immer so denke, ach ja, mein Ex-Freund hat das immer gemacht, der eine. Echt? Der war so, ne? Und dann war ich auch immer so, also. Das ist halt so bitter. So, Bruder, so geht's irgendwie noch. Das ist halt auch wieder, und das passt, finde ich, ganz gut in diesen Kontext von FreundInnen oder FeindInnen, weil da musste ich auch so ein bisschen an die Schulzeit denken und meine erste große Liebe. Es war alles perfekt. Und dann kam meine beste Freundin zu mir und hat zu mir in einem unschuldigen Ton gesagt, kannst du das wirklich, den so mit dem so zu chillen und so nah zu sein? Der hat so große Poren und so eine unreine Haut. Also ich könnte das nicht. Oh Gott, I'm so sorry. Ja, und 14-jährige Mascha hat danach nur noch diese Poren gesehen. Check das. Und hat sich dann von dem getrennt. Check das. I'm sorry. Wie traurig ist das bitte? Das ist traurig. Und das ist unfair. Ja. So, das ist ungerecht. So, aber überhaupt, also dass denen das wichtiger ist, als das andere ist sehr bezeichnend. Ich finde, das ist das Problem so. Ich finde, das ist das Kernproblem, dass die Leute, die dir wichtig sind, da frag dich mal warum. Okay, das ist deine Familie, aber wenn das so ein extrem oberflächlicher Umgang damit so der Standard ist, dann. Also klingt das einfach nicht nach Menschen, die dich in deinem Leben verdient haben, weil so du klingst auf jeden Fall wie jemand, der sehr liebevoll ist und eine sehr schöne Beziehung hat. Sehr schöne Beziehung hat. Ja. Und alleine, dass du dich gefühlt dafür rechtfertigst, das geht gar nicht. Nee, finde ich auch. Und es ist, zeigt ja auch schon, dass es so viel mit ihr macht, dass sie jetzt schon sagt, fuck, ich habe irgendwie den Drang, ihn gerade zu verändern. Das tut mir so sie leid. Sie reflektiert es ja Gott sei Dank und sagt, das möchte ich nicht. Und ich finde, du hast da am Anfang auch was sehr Richtiges gesagt, und zwar wirklich direkt unterbinden, direkt. Klare Grenzen setzen. Klare Grenzen sagen, so, ihr sagt das jetzt noch einmal und dann rede ich nicht mehr mit euch, bis ihr euch bei mir entschuldigt habt. Ja. So. Voll. Und ich habe passend dazu auch noch einen Top-Kommentar. Bitte. Den würde ich an der Stelle bringen, wenn du nicht noch was zu ergänzen hast. Okay. Top-Kommentar ist, scheiß drauf. Ich finde das generell von allen Seiten einfach komplett übergriffig, da überhaupt irgendwas zu sagen. Würde mich auf so Gespräche auch überhaupt nicht einlassen. Er sehe ja so viel älter aus als ich. Er ist halt auch 6 Jahre älter als du. Natürlich sieht er älter aus. Ja, fair point. Ja, fair point. Also auch dieses, was geht's dich an? Ja. Also ich finde so dieses nur aufs Optische, so was ist das? Also keine Ahnung, ich check schon in so Familienkontexten und manchmal sind Leute einfach komisch drauf. Manchmal tritt man ja in so Bubbles rein und ist so. Was macht ihr hier? Ist das Leben, das ihr lebt, wirklich so, okay, tschüss. So, aber das ist so, sie ist doch glücklich und so, sie sollte sich mit Leuten umgeben, die sie glücklich machen und die ihr was Gutes wollen. Und was Gutes wollen ist nicht, dass man sich wünscht, du hättest einen attraktiven Partner. Nee, und vor allen Dingen, ganz ehrlich, ist doch scheißegal, dass die Personen nicht für sie attraktiv sind. Ja. Solange es der schönste Mensch für die Person ist. Ja. Das ist so, also das haben Os und ich, glaube ich, letztens auch gesagt. Wahrscheinlich bin ich oder auch Os kein Relationship-Material für manche Leute oder auch natürlich. Optisch. Ist völlig okay. Darum geht es doch gar darum nicht. Darum geht es nicht, genau. Darum es ist völlig nicht. Subjektiv. Und wenn du sagst, hey, dieser Mensch oder hier in dem Fall dieser Mann ist für mich der schönste Mann wirklich? Der Welt durch seine Persönlichkeit und auch einfach, es spricht mich alles an, dann ist es sowas von egal, dass er nicht aussieht wie ein Man's Health wirklich? Model. Also wirklich, da werde wirklich? Ich auch sauer. Ja, nee, zu Recht. Es geht gar nicht. Du musst das klar sagen und ich weiß, wie schwer das ist. Und vermutlich, ich schätze die Leute, die dir da Kontra geben, auch so ein, als machen, tun, so, naja, komm, weißt du, so dieser Mord, komm, haben wir doch nicht so gemeint. Nee, wenn dich das verletzt, wenn die das ständig machen, musst du Grenzen setzen, du musst sagen, dass du da keinen Bock mehr drauf hast und auch wirklich dir vor diesen Gesprächen zurechtlegen, was du machst, wenn sich nichts ändert. Ja. So, weil das kann nicht sein, dass du eine glückliche Beziehung hast und wirklich mit jemandem zusammen bist, der toll ist. So, man hört es richtig an der Wortwahl. So, da ist so viel Liebe. Dann musst du sagen, okay, dann rede ich einfach nicht mehr mit den anderen Leuten. Und dann, weiß ich nicht, ich bin dann direkt immer so, dann wird das dann am Ende so ausgelegt, als wäre das alles so ein abgekartetes Spiel. Und jetzt, weiß ich nicht, so, ne, das haben alles schon gehört. So, jetzt will er dich von uns fernhalten oder so. Ach auf den so. Trichter wollte ich. Weil das klingt so ein bisschen so, als wäre das ein Strudel, in den
wenn die da schon so unterwegs sind, genau, so sich so rein manövrieren könnten. Auf jeden Fall aufpassen, ne? Genau, Grenzen setzen, so dass du musst dir das nicht geben und wenn du 20 Mal noch sagen musst, so, oder du musst einfach, was ich gerne mache, wenn Leute, 20 Mal machen, nee, was ich gerne mache, wenn Leute das gar nicht verstehen, einfach mal spiegeln, einfach mal genau das Gleiche machen, einfach mal sagen, so, du Mama, also Papa ist auch irgendwie. So mit dem, also, was hat das? Also keine Ahnung. Ja, ja. Also weißt du, es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, aber finde ich absolut, geht gar nicht. Sie muss auf jeden Fall einen Umgang finden damit, damit es auch an ihr abperlt und nicht die Beziehung am Ende kaputt macht. Ja. Ne? Und halt offen mit deinem Partner drüber reden. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Einfach transparent mit ihm sein. Auch sagen, dass es was mit dir macht und so. Einfach darüber sprechen. Boah, da hätte ich aber auch, das würde mir, glaube ich, auch richtig schwer fallen. Das ist ja voll schlimm. Das wäre ja so verletzend. Ich auch weiß. Dann irgendwie, boah. Das, aber vielleicht kann sie durch den Schmerz, den sie dann bei ihrem Partner sieht, besser die Grenzen ziehen. Auch die Courage finden. Ja, dann, ne? Manchmal ist das ja so. Ja, ich habe das Gefühl, das Motto dieser Folge ist gar nicht so wirklich FreundInnen oder FeindInnen, sondern setzt Grenzen in Beziehungen, in freundschaftlichen Beziehungen, arbeitet dran, konfrontiert auf eine respektvolle Art und Weise, weil letzten Endes Beziehung ist Beziehung. Beziehung ist Beziehung. Und die gleichen Tipps, die wir, glaube ich, auch in den normalen, sage ich schon, in den anderen Folgen geben, den kann man auch eigentlich viel geben, Thema Freundschaft. Wirklich. Freundschaften sind auch Beziehungen und die müssen auch so behandelt werden. Definitiv. Damit entlasse ich euch heute. Ich fühle mich immer wie so eine Lehrerin. Damit entlasse ich euch heute aus der Folge. Ich freue mich auf euch nächste Woche und ihr könnt uns gerne eure Hausaufgaben. Ja, genau. Gebt uns gerne Feedback, ob ihr nochmal eine Freundschaftsfolge haben wollt. Ja. Und damit eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.